Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir machen weiter hier vorne in unserem völlig überfüllten Park. 1600 Leute haben wir da, aber wir kommen einfach nicht an 2500 Gewinn durch Bahneinnahmen ran. Deswegen fangen wir gerade so ein bisschen an, hier und da mal so ein kleines bisschen zu bauen. In der Hoffnung, dass wir mit diesen zusätzlichen Einnahmen hier dann auf 2500 Bahneinnahmen kommen. Ja, das ist aber gar nicht so einfach, denn nicht jede Bahn möchte hier mit so hohen Stützen arbeiten. Die hier schon, das ist schon mal gut. Dann können wir vielleicht gucken, ob wir nicht die vielleicht sogar hier noch zwischenquetschen können. Die passt hier nämlich so richtig schön hin eigentlich. Ja. Zack, das machen wir. Mensch, die ist ja auch wunderschön von den Farben her. So, dann können wir hier direkt... So, was macht die Achterbahn? Boomen ist was anderes, aber... Was soll's? Spricht sich schon noch rum, oder? So, dann wollen wir hier vorne mal schauen, dass wir das rankriegen unten. Ah, das hat nicht ganz gereicht, schade. So, jetzt... Nein, immer noch nicht. Ach, komm schon. Vielleicht in die andere Richtung. Das ist auch eine Sicht hier. Ja, das sieht gut aus. Von wegen. Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt auf jeden Fall. So, und dann können wir es hier oben nämlich dann hoffentlich auch verbinden. Und ich bin so froh, wenn ich diesen blöden Park hinter mir habe. Ohne übertreiben, aber das ist echt richtig lästig hier, das Ding. So, hier müssen wir natürlich auch ein bisschen runter. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwie rankommen. Das ist die falsche. Hier vorne. Sieht gut aus. Also, Neon Fall. Das ist diese hier. Zack, hier geht's hoch. Und dann einmal runter, Looping, bla bla, fertig. Gut, so, was macht der monatliche Bericht? 2000, naha. Also, wir kommen so langsam ran. Wir brauchen noch mehrere Achterbahnen. Himmelsstürmer, also vielleicht doch nochmal eine Holzachterbahn. Muss jetzt nichts ganz Großes sein. Irgendwie eine, die sowieso schon ein bisschen günstiger ist. Sowas hier. Oh je, wie sollen wir die hier hinkriegen? Oh je. 19.000. Das ist jetzt vom Finanziell ist das jetzt sogar machbar. Aber hier ist sie noch besser, ne? Zack. Da haben wir nochmal eine Holzachterbahn geschossen. So, wo ist Ein- und Ausstieg? Hier, es ist sowieso schon voll genug. Kein Problem. Das Schöne ist, jetzt können wir auch irgendwann dann an die Verbindung ran,
die wir vorher schon gebaut haben. So werden wir es jetzt nämlich auch machen. So, da müssen wir uns aber erstmal dann immer so ein bisschen rantasten. Oder wir gehen hier ran, ne? Jetzt muss ich nur mal schauen, ne? Kommen wir da ran? Ach, das war jetzt sogar schon, ne? Nee. Bisschen runter müssen wir noch. Machen wir mal so. Ja, nein. Moment. So, das passt. Sehr schön. Dann haben wir den Ausgang. So, und mittlerweile können wir uns auch, weil ich glaube, es gibt nichts mehr, können wir uns hier auch die Forschung sparen. Denn wir sind auch schon in Jahr 9, alter Falter. Also ich glaube, das ist bisher hier das übelste Szenario, was wir bisher gemacht haben. Na, wobei das mit den Tieren, was wir einmal bei Wild hatten, das war jetzt auch kein großes Vergnügen. Wieso? Das ginge natürlich. Das ist ja wieder typisch. So, und wieso jetzt wieder nicht? So. Ja, man verliert langsam die Übersicht. So, der ist aber angeschlossen, definitiv. Dann können wir den Scheiß hier weglassen. Denn so ist der Anstehbereich schon lang genug, ne? Gut. Na Mensch, dann haben wir immerhin schon drei Achterbahnen hier. Wer hätte das gedacht? So, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen warten, weil viel mehr Geld haben wir jetzt nicht. Boah, und das ist echt nicht mehr normal. Also, ich hoffe, das ist jetzt, weil Winter ist, dass das jetzt so derbe einbricht mit dem Geld. So, dann werden wir mal kurz schauen, ne? Was kann man denn noch so Schönes bauen? Haben wir hier keine Maus? Aber nicht so wirklich, ne? Robobahn. Ah, dann machen wir vielleicht doch nochmal Forschung an für Achterbahn. Kann ja jetzt nicht schaden, ne? So, 200 sollte da auch reichen. Läden raus, Achterbahn rein. So, und also Warteschlangen sind echt Fehlanzeige. Und den Rest hier können wir eh nicht mehr sehen, weil diese Achterbahnen da einfach im Weg sind. Oh ja, Mann, 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 das sieht ja schon mal ganz gut aus. Die würden doch auch 3 Euro bezahlen. Ja, das ist ein ganz netter Gewinn, ne? Aber ganz im Ernst, 2 Bahnen wären jetzt auch nicht so schlecht. Kann man ja mal ausprobieren.
Ja, warum denn nicht? Wenn man zwischendurch Pause macht, dann bleiben auch die Fahrgäste erhalten in der Schlange. Und so kriegen wir doch gleich viel mehr durch. So, und dann können wir nämlich so ein bisschen sparen. So, jetzt wird auch wieder Sommer. Also wer weiß, vielleicht klappt es ja jetzt noch in dieser Folge. Das wäre natürlich richtig gut. Aber ja, da haben wir doch die wilde Maus. Na, siehst du? Da werden wir doch bestimmt auch noch eine finden. Ansonsten hätten wir jetzt nämlich richtig warten müssen. Ja, die gefällt mir hier tendenziell am besten. So, die hat auch Stützen ohne Ende, die man hier verbauen kann. Dachte ich zumindest. Aha. Hier haben wir auch noch ein bisschen Fläche, wo wir dann vernünftig Richtung Boden noch bauen können. Da bei den anderen ist es ja schon ein bisschen voll geworden. Ach nee, oder? Ich hoffe, das bringt was, wenn wir den ein bisschen versetzen. Ja, wunderbar. Na Mensch, das ist doch schon mal optimal. So, dann brauchen wir nur noch den Wartebereich. Perfekt. So, sehr schön. Dann können wir hier auch die Preise ein bisschen anziehen. Ich denke mal, 2,50 ist durchaus realistisch. So, und dann gucken wir mal. 1700. Ja, aber man sieht, 15. Juni, also da, wir kommen ran, ne? Wir kommen ran. Vielleicht würde ich sogar unten nochmal so ein paar Bahnen abreißen und bei denen, wo definitiv welche anstehen, hier Roboterarm und sowas, der bringt's ja schon, ne? Da sind ja immer irgendwie welche. Ja, fast immer. Vorführeffekt, ja, ganz klar. So, bei dem hier zumindest für 6,50. So, was machen die Bahnen, die Achterbahnen eigentlich? Ja, da unten, hier oben ist jetzt nicht so der Hit. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn man den auf 2,50 macht. Das ist schon mal eine 2000er, das sieht schon mal gut aus. Also so weit sind wir nicht mehr weg. Aber ein bisschen ist es schon noch. Flying Turns. Aber die Besucher werden eigentlich auch immer mehr und mehr. Also das kann ja eigentlich nur besser werden jetzt.
und wir haben einfach so viel Platz verballert durch diese blöden Wartebereiche. Da muss man echt... Da kann man hier echt noch ein bisschen tricksen, ne? Hier könnte man zum Beispiel das wegmachen. So, das reicht auch. Und dann könnte man theoretisch... Einmal so... Und ihr wisst wahrscheinlich schon, was kommen wird. Ja, habe ich mir ja toll ausgerechnet, ne? Okay, suchen wir nochmal eine andere Ecke, wo das möglich ist. Ja, ne, so viel dazu. Nein, also, aber hier können wir auf jeden Fall nochmal einen hinbauen. So, dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Roboterarm. Ich glaube, das ist auch wirklich so das Einzige, wo man eigentlich fast immer davon ausgehen kann, dass da welche anstehen. Und umso mehr man macht, desto mehr Leute kriegt man da auch durch, ne? Das ist halt das Gute. Ja, da werden wir in der nächsten Folge nochmal was machen müssen. Wir gucken uns mal den September an. 1570, also es schwankt doch ziemlich, aber es nützt nichts. Ich lasse das Ganze hier nochmal so ein bisschen laufen, nur so 3-4 Minuten und danach haben wir dann nämlich wieder ein bisschen Geld. Und ja, nächste Folge müssen wir einfach nochmal gucken, ich bin hier gerade nochmal am Schauen, ob wir hier nicht noch einen hinstellen können. Mist. Also 4x4, die sind echt größer als man denkt. Okay, aber wir finden, denke ich mal, noch ein Plätzchen. Und ja, nächste Folge geht es dann hier weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen und vielen Dank für die Geduld. Ich muss auch beweisen, also seid ihr auch gefordert. Und nächste Folge geht's weiter. Bis dann.